Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Fun One Piece Treasure Cruise. In diesem Part wollen wir einfach mal den legendären Samurai Ryuma farmen, weil zum einen gibt es hier doppelte Erfahrungspunkte und zum anderen ist der einfach nur cool. Ich bin mit unserem altbekannten Team. Ich habe das jetzt auch nicht vorher geübt oder so. Mal sehen, wie schwer das ist. Sollte machbar sein. Was ich gleich noch machen werde, ist, es ist im Moment dieses Don Quixote Familie Event. Und ja, da werde ich mal versuchen, so ein, zwei Leute zu kriegen von denen. Meine Hunde rennen schon wieder am Rad. Da muss ich dann halt für Ruhe sorgen. Obwohl, ist nichts Wildes. Hören wir hier auf. Wir haben wieder gegen die Kanickel hier, die wir schon in unserem Run von dieser Ebene erwähnt haben. Immer die Kanickel. Ich bin mal gespannt, wie schwer diese Quest hier ist. Ich habe auch eben schon die Schildkröten, die Teleschnecken geöffnet. Ich habe leider keine Stamina bekommen. Sonst hätten wir hier noch ein bisschen länger machen können, aber meine Rainbow Gems, die brauche ich noch für das Event. Deswegen kann ich leider meine Stamina nicht auffüllen. Aber 5-6 Mal sollten wir es hier hinkriegen. So. Ich freue mich schon auf die neue Ebene dann wieder. Da wird ja dann Moria dabei sein. Da freue ich mich echt drauf. Das wird geil. Ja. Mist. So, jetzt beide down machen. Er hat auch gerade Zorro für den Perfekten. Ich kann das einfach nicht mit Zorro perfekt so gut. Dann stauben wir noch eine Runde ab bei der Schildkröte oder zwei. Also. Sogar auch Damage von der Dunkelheit. Aber was ich hier an dieser Ebene geil finde, ist die Musik. Also von der Overworld jetzt. Die gefällt mir. Wir hätten auch Captain Brinks als Titel nehmen können. Wenn Boop das singt. Das ist auch geil. Das ist auch cool. Ich meine, ich hätte Ryuma schon beim ersten Mal gedroppt, also als ich das erste Mal gemacht habe. Lisa. Normal One Hit Down sein, weil ich hier nur Matches hab von dem. Oh, fast. Weil ich hatte nur Matches, das hätte nicht sofort der Kill sein müssen, aber ist es nicht. Ha! Zum Glück habe ich meine Dings vom Kopf gefeuert. Das hätte er jetzt noch einen Angriff gehabt, wahrscheinlich. Leider nicht gekriegt. Mal sehen, wie viel Erfahrung wir kriegen. Ob sich das lohnt hier überhaupt. Bestimmt 5000 oder 7000 würde ich schätzen. Was? Nur 2,6? Das ist echt wenig.
Ja, wir wollen Ryuma haben. Dann nehmen wir den. Ist egal. Ist ja nicht schwer, man hat's ja gemerkt. Könnte aber noch ein Lieder nehmen, also noch ein Zeitcharakter gebrauchen. Ich meine, wenn ich da noch sag für Smoker. Oder für Zorro. Ich kann Hawkins nehmen. Ach, obwohl, ist eigentlich auch nicht nötig. Ich könnte Hawkins nehmen und diese eine Frau mit der Peitsche, ich weiß nicht, den Namen nicht, die in Impel Down ist, ich weiß den Namen gerade nicht. Lady irgendwas. Und wieder die Hoppel ist hier. Ja, ich mach die jetzt auch einfach platt, weil man hat gesehen, ich brauche noch nicht mal ein Special. Also werden jetzt hier einfach durchrushen und Ryuma erstmal so richtig auf die Fresse gehen. Boah, nur Matches. Die ersten drei sind eigentlich egal, also ich brauche eigentlich nur drei Matches immer insgesamt. Boah, jetzt treffe ich überhaupt nicht. Ja, oh, ein Ehrentreffer. Treffer in Ehren kann keiner verwehren. Okay, den Rob, keine Chance. Strengt euch mal an hier, Luschen. Wenn die nächste Ebene rauskommt, dann mache ich auch wieder so einen Run. In zwei Parts wahrscheinlich. Oder zwei Livestreams, je nachdem. Schon wieder nicht getroffen. Gibt es nicht. Aber trotzdem geschafft. Das ist gut. Bam! Da gibt es auf die Fresse. Ryuma will auch wieder eins aufs Maul. Kannst du dir deine Immunität sonst wohin stecken? Jedenfalls ist es egal, ob mit Mihawk oder mit den anderen, weil die haben ja sowieso Matches, von daher greifen die sowieso doppelt so stark an. Ich hätte allerdings den Blackbeard den perfekt machen sollen, weil. Mir auch einen stärkeren Angriff hat. Der kommt gar nicht zum Angriff, der Typ. Das gefällt mir. Ich will er nicht bekommen. Schon wieder nicht bekommen. Das finde ich auch cool, dass das neue Update, dass man jetzt immer die gleichen Charaktere, wie man selbst als Captain hat vorgeschlagen bekommt, als Helfer. Das ist richtig geil. Das erleichtert einem so einiges. Badum. Oh. Oh, oh.
Ich bin so schwach. Wie kriegt man das auch platt? Ich könnte auch eigentlich ein Team nur mit Mihawk machen. Also Mihawk als Captain. Das wäre zu einfach. Und wenn ich es noch ein bisschen anspruchsvoll halten. Ich muss ja auch immer die Kombi hinkriegen, das ist nicht so leicht. Obwohl das vielleicht einfach aussieht bei mir, weil ich das fast immer schaffe. Also zu 95% schaffe ich die Kombi. Und wenn ich Zorro als perfekt... Also, ja gut, sagen wir mal 99%. Wenn ich Zorro als perfekt nehme, schaffe ich die Kombi zu... 90%. Ich schaff's ja nur nicht, wenn ich morgens aufwache, dann kurz One Piece anschmeiße. Dann ist meine Reaktionsfähigkeit noch so ein bisschen eingeschränkt, was unter Umständen normal sein kann, muss aber nicht normal sein. Mein Blackbeard ist das perfekte, weil Mihawk, wie gesagt, stärker ist als Blackbeard. Mihawk war zwar halbiert, aber doppelt so stark, weil es halt ein Int-Gegner, Psy-Gegner ist. Ne, Int. Psy. Oh, bitte. Ach, gelb. Ich weiß das nicht. Ich bin auch nicht so durcheinander. Hier könnte man auch gut so ein Damage machen. Weil der geht ja beim ersten Kill eigentlich nicht kaputt. Oder dann so für so ein Damage in einer Runde wäre das nicht egal. Ich den jetzt gekriegt, das habe ich gar nicht aufgepasst. Nee. Schon wieder nicht. Ist doch zum Mäusemelken. Oh, die Stimmen, ich finde sie so geil auf Japanisch, ich weiß nicht warum. Hört sich einfach geil an. Wenn die so wütend werden oder so. Bin da fasziniert von. Von der Aussprache. Ich auch letztens versucht habe, das Listop zu farmen. Ja, das gestaltet sich schwer. Weil desto höher die Stamina ist, die benötigt wird, um die Aufgabe zu machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, was zu droppen. Also, den Boss zu droppen. Und ja. Das ist nicht einfach. Ich will es aber auch noch ein paar zugeben, auf jeden Fall. Also den möchte ich auf jeden Fall noch mal kriegen. Den wollte ich eigentlich machen, wenn ich hier Stamina bekommen hätte, weil dafür braucht man echt einige Versuche. So um die 50 bis 100 Versuche braucht man da schon, um den zu kriegen. Außer man hat Glück. Oh, jetzt habe ich Zorro als Perfekten. Trotzdem geschafft. Yeah. Ich hab's letztens sogar geschafft bei so einem Schildkröten-Run. Diese Boss-Schildkröte, ich weiß jetzt nicht. Also die Schildkröte, die eigentlich am besten ist. Ja gut, die ist nicht am besten, da gibt es diese 9-5 Dinger. Auf jeden Fall habe ich die geschafft, die Verteidigung zu durchbrechen. Also ich habe der 8000 Schaden gemacht. Das ist normal. Also normal macht man ja 4 bis 7 oder. Ne, 4 bis 9. Oder 3 bis 9.
8000 Schaden gemacht, ey. Das war zum ersten Mal, sonst habe ich die Verteidigung nie durchbrechen können. Mensch, klappt hier, was ist denn los jetzt? Da ist er wieder, der Ryuma. Schönen guten Tag, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ah, Zoro wird das verfechten. Heute klappt's einfach mit dem, ich weiß auch nicht warum. Komm, machen wir noch mal. Ah, jetzt ist er nicht so. Stirb! Schon wieder nicht, das gibt's doch nicht. Ryuma will mich verarschen. Dreimal können wir noch. Ich hoffe mal, wir kriegen den noch einmal. Das wäre schon cool. Die Musik ist geil. Einfach geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Musik findet. Ich finde die geil, geil, geil. Das habe ich auch irgendwie zu overpowered das Team, ich weiß auch nicht. Kannst du immer noch nicht glauben, dass Zoro immer noch in meinem Team ist, ey. Ich wollte ihn schon ewig rauspfeffern, weil er mir einfach auf den Sack geht mit seiner blöden Spezialfähigkeit. Ich weiß einfach nicht für wen, weil irgendwie ist keiner so gewachsen. Ich habe jetzt letztens Enel gedroppt. Ja, endlich. Meinen Favoriten habe ich endlich gedroppt. Es war nämlich Clash Enel. Habe ich ihn endlich gedroppt. Und der wird auf jeden Fall einen hier ersetzen. Das wird auch nicht Smoker sein. Also sobald irgendein anderer reinpasst, wird Zoro sofort rausgepfeffert. Ich könnte einfach Lauf für Zoro nehmen, aber... Zoro hat immer noch mehr ATK und das ist mir die Spezialfähigkeit, der Unterschied nicht wert. Deswegen ist Zoro immer noch im Team. Also ich habe nichts gegen Zoro, aber hier bei dem Spiel ist einfach so scheiße. Wieder knapp. So. Boah, Smoker den gekillt. Schon wieder nicht gedroppt. Mann, Ryuma, komm in meine Tasche.
16:32, noch zweimal. Dann könnten wir noch einmal versuchen, oder zweimal, ja genau, dann können wir noch zweimal versuchen Lissop zu farmen, aber es wird wahrscheinlich eh nichts bringen. Boah, geil, Mihawk Stimme ist auch richtig geil. Ich dachte mir, wie lange will der noch reden, ey. Chill mal. Können die deutschen Stimmen gar nicht mithalten bei sowas. Einfach nur epic. Epic. Das Drehen auf morgen verschieben, weil ich anscheinend kein Glück habe mit Ringo. Mal schauen. Ah, jetzt hat das schon wieder nicht geklappt. Ach, hier wird doch nicht. Oha, was haben die denn jetzt gemacht, ey? Nein, scheiße. Ich hab vergessen, runter zu klicken. Okay, jetzt bin ich auch kurz vorm KO hier. Muss ich ein bisschen auf Stamina, auf RCV aufpassen. Weil das ist schon wenig, was ich jetzt hab. Ach, Kacke. Jawohl, da gibt's wieder was. Diese Runde könnte spannend werden. Mr. Ryuma ist noch nicht einmal zum Angriff gekommen. Naja, wird's auch nicht so spannend sein wahrscheinlich. Isa! Isa, Ryuma! Jetzt habe ich noch mehr Matches als beim ersten Mal. Immer noch nicht, das gibt's doch nicht. Geh nicht das Risiko ein und nimm Zorro als perfekt. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Weil der reicht doch so. Aber schon wieder nicht. Oh Mann, ey. Den farmen sollen, wenn hier Drop mal 2 ist. Aber egal, ich habe das eigentlich nur gemacht wegen Piraten-Ex, weil ich eigentlich war mein Plan, den Stop zu farmen, aber ich habe halt keine Stamina dazu gekriegt. Ach Mann, ey. Ah, so langsam macht die Unkonzentriertheit breit. Jo, jetzt treffe ich noch nicht mehr. Ja.
Oh weia, oh weia. So, jetzt scheine ich wieder im Rhythmus drin zu sein. So. Ich finde das irgendwie ein bisschen blöd, dass hier nur so Hoppelhäschen. Hoppelhäschen. Oh. Hoppelhäschen kommen. Irgendwie so ein bisschen einfallslos. Ja, wenigstens mal ein bisschen abwechseln mit Rittern oder irgendwas machen können, aber mal einfach nur diese Intum 2 Häschen und gut ist. Ja gut, und ein, zwei Schildkröten dabei, aber das ist auch nicht die Welt. Deine Immunität kannst du sonst wohin stecken, das wird sowieso. Ach Mann. Oh, er reicht es zum ersten Mal an, auf jeden Fall. Den muss ich noch RCV. Jo. Er ist ja noch human. War dumm. Was ist das? Meine Bazooka. Ah, das gibt's nicht. Wie oft haben wir jetzt gemacht? 5 oder 6 Mal? So ein Affe, Sariuma. So, das erfahren wir nicht mehr. Passt nicht. Hier rein. Deswegen machen wir jetzt noch Rare Recruit. Hoffentlich hab ich Glück. Ja, ein goldener, ist schon mal nicht schlecht. Ach nee, die habe ich schon so oft gehabt. Wer mehr? Gibt's doch nicht, dass ich die mal krieg. Oh, jetzt krieg ich schon wieder Nami oder was? Ich dachte aber schon. Und? Ne, Pech gehabt. Macht mal nichts. Okay, dann bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn wir kein Glück hatten, leider. Aber da steckt man halt nicht drin. Wir haben es versucht. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.